Ich muss überlegen. Oh Gott. Weil diese Plattform, die hat eigentlich keine andere Bewandtnis, als dass ich vielleicht von da aus auf diese Plattform komme. Von der Entfernung her wird es wahrscheinlich auch passen. Sonst hat die keinen Grund. Von der Plattform komme ich dann nach oben hin, könnte da einen langhangeln wahrscheinlich und in das Loch da hinten. Von der Plattform, was wir letztes Mal versucht haben, auf die zu kommen, ist wahrscheinlich möglich, aber Alter, ist das schwierig. Oh, ja, ja, also finde ich zumindest. Weil der Zeitpunkt, wenn ich, also entweder ich springe gegen die Plattform und wenn ich nicht gegen die Plattform springe, dann, also die Toleranz ist sehr gering. Also das muss schon ziemlich präzise sein. Sehr präziser Sprung. Der Versuch gerade war schon nicht schlecht, nur den kann ich nicht reproduzieren, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Knapp bei der Hälfte stand ich, ein kleines Schrittchen nach vorne. Ein Schritt wird zu viel sein, weil dann dort ich mit dem Kopf gegen die Plattform da drüber und bin auch tot. Das heißt, das wäre wahrscheinlich irgendwie so ein Viertelschrittchen noch nach vorne. Und dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Viertelschritt kann ich leider nicht machen. Muss ich mich ein bisschen umdrehen und so. Oh, fuck it, ey. Mann. Ich glaube, man muss da ein bisschen mit den Dingern noch spielen. Ich kann die Nummer betätigen. Der ist jetzt offen. Und das ist eindeutig zu weit weg. Denke ich. Denke ich nicht nur, es ist so. Guck mal, der Sprung. Der nach dahin. Der war schon extrem knapp. Das ist bestimmt auf jeden Fall nochmal ungefähr auf der Hälfte der Höhe der Plattform. Wie tief fallen wir? Das wird den Tod geben. Ja. Und daraus ist es kein Problem. Egal, ich wollte eh nochmal was gucken. Geronimo! Ja, guck mal, nicht mal ansatzweise. Ja. Nee, ich stehe auf dem Schlauch, ey. Nee, ich wollte mich jetzt auch töten, weil ich wollte nochmal gucken, ich gehe nochmal zurück in den Kellerbereich. Ne, also in den Kerkerbereich besser gesagt. Guck, ob ich diesen scheiß Schalter betätigt habe. Also ich gehe mal davon aus, dass ich es getan habe. Aber vielleicht ist das ja das Rätsel zur Lösung. Man weiß es ja nicht. Fuck it, echt, ey. Meine Güte. So, ja, komm. Mach fertig hier. Hoch da. Hui. Oh, jetzt habe ich auch noch Energie verloren durch die Scheiße. Was hier? Nein, natürlich nicht. So, das war auf jeden Fall beim Stein, genau. Tada. Oh, der ist unten. Ja. Ich lasse das mal so, keine Ahnung. Mal gucken, wie das jetzt drüben aussieht. Wenn da jetzt die Plattform offen ist, dann breche ich zusammen. Ach so, das war das. Ja, okay. So, egal. Ich lade den Spiel schon jetzt neu, weil wegen des Sprungs am Anfang. Ja, tut mir leid, jetzt habe ich auch hier wieder Zeit verschwendet. Oh Gott. Hei, 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 hei. Mann, ey. Was eine Scheiße. Diese Tür, die sich da öffnet, also weil ich komme hier, glaube ich, auch nicht mehr zurück. Ich komme aus dem Kerker ja auch nicht mehr raus. Aber die Tür mit dem Speicherkristall. Könnte ich da schon hin? Oder ist es irgendwo später? So, dankeschön. Flumps. Und wieder das gleiche Spiel. Einmal rüber. Weil hier, ich hätte hier einen Hebel erwartet, aber das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Irgendwas Kleines, das ist irgendeine Scheiße. Oder wahrscheinlich einfach ein Hebel, wirklich. Der auch wirklich im Wasser oder so.
Dem kleinen Füßchen, was man hier hat. Oh Mann, ey. Wir machen den gleichen Scheiß einfach nochmal. Zum 13. Mal mittlerweile. Kann man da oben noch hin? Huiuiui, okay. Das wird aber so nicht funktionieren. Ich meine, parallel, also man könnte es ja so versuchen, ne? So zack und sich dann festzuhalten, aber das klappt nicht. Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht funktionieren wird. Aber ey, auch da kann ich mich täuschen. Ja, ja, ich hab's. Ich weiß doch, was passiert. Alles gut. So. Mal gucken, ob wir das Rätsel heute noch gelöst bekommen. Fuck. Alter, ey. Mann, was macht dieser Schalter? Außer mich wahnsinnig. Das schafft er auf jeden Fall. Aber ich habe da keine Verwendung für. Das ist so. Ich bin schon fast echt verführt, noch einen verfickten Speicherkristall zu nehmen an der einen Stelle. Oder irgendwie einfach von der einen Plattform zu versuchen. So lange, bis es klappt. Ein bisschen wie in London damals, dieser eine Sprung da, der so halb quer war. Und rüber, dabdala, und ja. Da müsste eigentlich so reichen vom Sprung, von der Distanz her. De la Chanson. Ach, schade. Ich dachte, es hätte so funktioniert. Oder es würde so funktionieren. Ach, Mann, ey. Flups. Genau. Mann. Die Räume. Plutsch. Also, ich könnte sogar theoretisch ertrinken, ne? Da ist nichts. Da ist nichts. Oder? Ich gucke lieber über 13 Mal nach. Aber nee. Das ist nur zum Löschen das Wasser, glaube ich. Warum haben wir auch hier solche Vor- oder Aufbauten? Keine Ahnung. Auf der einen Seite macht das ja Sinn, damit ich wieder hochkomme, klar. Aber warum hinterfrage ich überhaupt hier die Sachen? Ist an so einer Puppe vielleicht was dran? Ich kann da nichts mitmachen. Ich werde auch nichts mit einsetzen können. Hinter so einem Schalter, hinter dem Gerät. Ne, ist auch nichts. Dem Gerät da hinten vielleicht, dass es ins Wasser kicken muss. Auch nichts. So, von hier aus kann ich auch einfach mal nichts reißen, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Krieg ich das irgendwie hin? Dass ich hier nicht runterfalle? Ich kann mich auf jeden Fall nicht festhalten. In keinster Weise. Gut. Also wieder hoch. Hallo. Dankeschön. Es muss funktionieren, ne? Dieser Sprung, der muss klappen. Ich wette, wenn ich den Speicherkristall gleich einsetze, schaffe ich das aus irgendwelchen Gründen beim ersten Mal. Aber das Gute ist, wenn ich den eingesetzt habe und ich den beim ersten Mal schaffe, dann kenne ich die Ausrichtung. Da muss ich nur laufen und springen. Aber es ist trotzdem nicht das Rätsel der Lösung, weil das, selbst wenn das funktionieren sollte, irgendwas anderes muss da passieren. Habe ich da gerade irgendwas gehört? Also ist da irgendwas zeitgestört vielleicht? Ich weiß es nicht. Weil ich jetzt nicht fand, dass ich so extrem langsam jetzt war. Außer vielleicht diese eine Tür natürlich, wo der Sperrkristall auch ist. So, okay.
gut. Bäh. Ja, da hinten ist auch noch ein Hebel drin, nämlich. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir fressen jetzt erstmal Sperrkristall. Zack, zack, jo. War eine gute Entscheidung, siehste. Also, ein bisschen nach vorne. Ja, mit dem Festhalten. Das war jetzt natürlich die Idee. Vielleicht täusche ich mich auch nicht. Jetzt kann ich ja ein bisschen rumprobieren. Jetzt habe ich ja nicht mehr allzu viel Zeitverlust. Aber woran liegt das? Also ich weiß jetzt nicht genau. Na, ich werde mich da nicht festhalten können. Aber ich probiere es einfach mal aus. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, dann kann ich sagen, ich habe es ja gesagt. So, und... Ja, macht es ja nicht. Genau das meinte ich mit dem Ausprobieren und Festhalten. Es muss doch funktionieren. Es wird bestimmt irgendwie funktionieren von der Stelle aus, aber. Oh, wie? Also, wir müssen auf jeden Fall ein Stückchen nach vorne. Auch kein kleines Stückchen. So. Nein, auch das hat nicht funktioniert. Okay. Ein bisschen quer springen und sich dann reinlenken, das könnte vielleicht auch noch eine Option sein. Ich bin jetzt ziemlich weit vorne, ich weiß. Okay. Alles klar, habe ich nicht mit gerechnet. Bin ich ehrlich? Kletter, kletter, kletter. Ach so, das kann natürlich auch sein, dass die Luke irgendwas eröffnet, einen neuen Weg. Sobald die offen ist, dass dahinter quasi ein Weg ist, durch den ich noch gehen kann. So. Ich wollte mich ja eigentlich umdrehen. Du darfst dich auch festhalten, ne? Also. Wo guckst du nach oben? Guck doch gleich, wo du hinkletterst. Öxchen. Ja, stimmt. Ich kann mich also super umgucken, wenn ich klettere. Ich vergaß. So, Kopf nach links drehen kannst du, ne, oder? Nein. Also nicht so wirklich. Ich will nur gucken. So. Was haben wir denn hier Schönes? Jetzt ist das Ding offen. Aber was bringt mir das? Wofür habe ich das getan? Jetzt ohne Scheiß. Wofür habe ich das getan? Ich glaube, wenn ich da dran hänge, das bringt mir irgendwo so mal so gar nichts, ne? Kann das sein? Warte, wie schmeiße ich nochmal Fackeln weg? Nein. Ich glaube, da ist wirklich nichts. Ich habe jetzt das Ding da hinten aufgemacht. Also, ja doch, aufgemacht. Kann man ja schon sagen. Aber wofür? Also irgendwie muss er ja gehabt haben. Frage so, wie komme ich jetzt hier wieder runter, ohne dass ich sterbe?